Fußballfreunde. Heute tippen wir mal das Achtelfinale bis zum Finale durch. Wollen wir mal anfangen? Also Schweiz und Frankreich dürfte sehr interessant werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Schweiz ein bisschen gegenhalten wird, aber Frankreich durchaus deutlich gewinnt. Da tippe ich auf ein 3:1. Hätten wir schon mal Frankreich weiter. Kroatien ist ehrlich gesagt einer der Enttäuschungen dieser EM, wie zum Beispiel auch die Türkei. Ne? Spanien ist auch noch nicht so richtig auf Zack, aber mal gucken. Da würde ich jetzt so ja, auf ein 2:1 tippen. Wäre schon mal ganz interessant hier. So, Belgien, Portugal, da sehe ich eigentlich gar keinen wirklichen Favoriten. Ich kann mir aber vorstellen, dass Belgien sich ganz knapp durchsetzen wird. Also so, ja, so locker flockig 2:1 würde ich da mal tippen. Italien, Österreich, also so sehe ich auch unsere Nachbarn aus dem Süden mag. Also ja, ich glaube, die Defensive Italiens, die ist einfach zu krass und das wird Italien meiner Meinung nach mit einem 3:1 schon weiter rocken. So, Niederlande, Tschechien. Ich kann mir auch da vorstellen, dass es ähnlich wie bei Belgien, Portugal relativ knapp wird und tippe hier auf ein 2:1. Wales, Dänemark sehe ich im Prinzip ähnlich. Da würde ich auch auf ein 1:2 tippen. So, Schweden, Ukraine. Schweden, Ukraine sind mit einer Offensive eigentlich ganz gut dabei. Aber auch defensiv nicht zu unterschätzen. Und da würde ich auch auf ein knappes 2:1 tippen. So, England, Deutschland ganz klar, da würde ich auf ein 1:3 tippen. Ne, das werden wir schon rocken. So, mal gucken, wie es so weitergeht. Frankreich, Spanien. Ja, schwierig. Schwierig. Auch da würde ich tatsächlich auf ein 3:1 zu spontan mal tippen. Belgien, Italien, Leute. Ja, ich würde das gleiche Ergebnis setzen. Also 1:3 würde ich mal sagen. Also Italien, es wird schwierig gegen die Lautentor zu schießen, aber Niederlande, Dänemark. Das wird Niederlande für sich entscheiden. Und zwar, ich würde tippen mit so einem entspannten 2:1. Schweden, Deutschland, ich bin hoffnungsvoll, ich sag 3:0 für uns. So, wie komme ich jetzt weiter? also hätten wir auf jeden Fall ein Finale Italien gegen Deutschland. Und da würde ich ehrlich gesagt, ihr könnt mich gerne hassen, auf ein 2:1 für Italien tippen. Ne? Also, dürfte durchaus interessant werden. Gut, eure Meinungen, Ansichten in die Kommentare. Ne, was habe ich falsch gemacht? Wo war ich ein Wüstbaddel? Ne? Haut mal gerne rein und könnt auch gerne sagen, was ihr tippt, der Europameister wird. Vielleicht der Frankreich, vielleicht der Belgien, vielleicht sogar die Dänen. Ne, weiß man nicht, mal gucken. Vielleicht sogar Deutschland. Wäre sehr wünschenswert und ich sag mal so, an der Stelle haut euch rein, freut euch auf die Spiele und arrivederci, tüdelü.